Heute gibt es bei mir Kräuterquark mit Kartoffeln. Als erstes schneide ich die Zwiebeln klein. Dann kommt der Quark in die Schüssel. Bio-Kräuter dazu. Petersilie, Schnittlauch, Kerbe. Was weiß ich, was noch alles drin ist in der Tüte. Dann wird es vermischt. Und dann sehen wir weiter. Das ist ja ein kleiner Becher Quark, also 250 Gramm. Die Zwiebeln dazu. Scheint mir etwas viel Zwiebel. Ein Schuss Mineralwasser. Endlich habe ich auch die Tüte aufgekommen mit den Kräutern. Jetzt wird alles mit den Schneebesen vermischt. Noch etwas Salz. Einige Kräuter können das noch vertragen. Schmeckt, so lasse ich's. So, jetzt kommen die Kartoffeln in den Schnellkochtopf. Wasser und Salz sind schon drin. So, in ca. 10 Minuten sind die Kartoffeln dann fertig. So, die Kartoffeln sind da.
Jetzt soll ich es mal schmecken lassen. Hab den Kräuterquark das erste Mal gemacht und muss sagen, hab den gut hingekriegt. Wenn ich da meine ersten Erlebnisse denke an Kräuterquark, das war Mitte der 80er Jahre zu Armeezeiten. Das war so ein trockener Batz, den konnte man gar nicht schlucken. Absolut widerlich. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das jemals wieder freiwillig esse. Aber das, was ich heute gegessen habe und das zu Armeezeiten, kann man mal halt nicht vergleichen. Also, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Video.